Klaus, wenn du sagst, die Wiederwahl von Trump wäre bei weitem nicht das Schlimmste, was passieren könnte, wie ist das gemeint? Zum ersten Mal in der Geschichte, jedenfalls in der Geschichte, die irgendein lebender Mensch noch erinnern kann, ist nicht mehr gewährleistet, dass der Übergang der Macht friedlich funktioniert. Und das war die große und erstaunliche Leistung der amerikanischen Demokratie, die seit dem Jahr 1788 bis heute es alle 4 Jahre geschafft hat, einen neuen Präsidenten ins Amt zu bringen, was sehr häufig ja hieß, dass ein amtierender Präsident seine Anstrengung verliert und abgewählt wird. Und es war jedes Mal so, dass dieser Amtswechsel seit dem Bürgerkrieg friedlich vonstatten ging. Das ist die erste Wahl, in der ein amtierender Präsident diese Gewährleistung nicht mehr geben mag, sondern darüber redet, dass er mit allen rechtlichen Mitteln gegen ein Ergebnis vorgeht, das ihm nicht gefallen wird, und der in der Hinterhand Milizen hat, denen er sozusagen präsidentiellen Segen gibt, die glauben dürfen zum ersten Mal in der Geschichte, dass wenn sie auf die Straße gehen, wenn sie die Waffen ziehen, dann geschieht das mit der Genehmigung der höchsten demokratischen Instanz des Landes, des Präsidenten. Dieser Präsident, das werden wir gleich noch sehen, hat auch jetzt in den letzten Tagen, letzten Stunden noch einmal wirklich gezündelt. Und wir haben Bilder gesehen aus den USA, vielleicht kann die Regie die einmal kurz zuspielen, wie Amerika sich darauf vorbereitet, wie sich die Innenstädte vorbereiten. Wir sehen Bilder von teils verbarrikadierten Geschäften und Schaufenstern. New York, Washington. Wie bereitet sich speziell Washington darauf vor, Klaus? Ja, an dieser Straße bin ich gerade noch entlang gelaufen. Inzwischen werden so die letzten Lücken geschlossen, die letzten Meter von Glasfassade verdeckt. Das kenne ich eigentlich aus den Vorbereitungen auf Hurricanes. Genau. Und in manchen Vierteln von Washington auf die wilden Nächte von Halloween oder so. So flächendeckend, wie das hier jetzt passiert. Und nicht nur in Washington, sondern im ganzen Land habe ich das noch nicht erlebt. Das ist eine ganz eigenartige Situation, weil ja niemand sicher weiß, was passieren wird. Und wenn was passiert, dann weiß man auch nicht, welches ist die Seite, die demonstriert. Werden Menschen, die zum Beispiel erkennen, dass Trump unter Umständen mit 10 oder 15 Millionen weniger Stimmen als Biden trotzdem die Wahl gewinnt durch das Wahlmännersystem. Die höchste Wahlbeteiligung der Geschichte hat dann nichts genützt, hat nichts geändert. Sie haben 6, 7, 8 Stunden in den Schlangen gestanden. Sie sind trotz Corona in die Wahllokale gegangen und es hat nichts genützt. Auch dieser Frust, wenn es so käme, könnte sich irgendwie entladen und deshalb eine Stimmung von Spannung und Anspannung und durchaus auch Angst, wie ich sie nie für möglich gehalten hätte in einer amerikanischen Wahl. Du kannst das vielleicht gerade nicht sehen, Klaus, aber ich habe hier mal eben in die Runde geschaut. Frau Römmelen nickt ja auch gerade heftig. Sie kennen das alles gut. Also Amerika, die USA, Klaus Brinkbäum ist ein großer Amerika-Liebhaber, Herr Freund natürlich auch, Ralf Stegen hat da studiert und so weiter. Solche Zustände, eine solche Situation, erinnern Sie sich an eine solche Situation rund um eine Wahl? Nein, rund um eine Wahl überhaupt nicht. Herr Kleber hat es ja gerade schon angesprochen. Das erinnert an Hurricanes vor der Küste Floridas, würde man denken, wenn man diese Bilder sieht. Aber nicht bei einer Wahl. Die Wahl ist eigentlich die Hochzeit einer Demokratie. Da ist das Volk aufgerufen, seine Stimme abzugeben. Und es gehört auch zu einer Demokratie dazu. Es ist die Essenz. Eigentlich ein Fest. Es ist ein ganz großes Fest. Und es gehört zu einer Demokratie dazu. Es ist der Kern einer Demokratie, dass Regierungswechsel stattfinden. Und dass dieser mögliche Wechsel von einem amtierenden Präsidenten in Frage gestellt wird, ist unglaublich. Jetzt wartet das Land also offensichtlich auf einen Hurricane namens Donald. Und wir schauen einmal kurz rein. Ich habe das eben schon gesagt, wie dieser Präsident auch in den letzten Tagen noch zündelte. Da geht es speziell um die Auszählung von Stimmen. Und da legt einer im Grunde schon eine Lunte. Und noch mal zur Erinnerung, es ist der Präsident, der amtierende Präsident, der die eigene Demokratie in Frage stellt. Und zwar auf diese Art und Weise. I'm very disappointed on behalf of this country that a thing like this could happen, because we could be waiting for weeks before we ever find out what's going on. The whole world is waiting for this decision. You see the comments that are being made about the decision, and some of the pros are saying this is a very dangerous decision for our country because so many things. I mean, they're going to say, well, how many votes short are we? We need 6,000 votes. Well, let's take 6,000 of these. We'll put them over here. Let's take 6,000 of these. It's going to be cheating.
it's going to be cheating. It's like they're putting these people. And you know what? We don't consider the people that have been running elections in Philadelphia to be very honest. We've had a lot of problems with Philadelphia. Herr Freund, Sie sind von den Republicans overseas. Ich habe es eben schon kurz angedeutet. Ich habe Sie letztes Mal als Abroad, Entschuldigung, ist ein anderer Club, als Trumpist vorgestellt. Mhm. Da haben Sie das alles mit Abscheu und Empörung zurückgewiesen. So ungefähr. Nichtsdestotrotz, Sie gehören sozusagen zu dieser Partei. Warum macht er das? Naja, also genauer hinschauen, dagegen ist erstmal nichts einzuwenden. Sie kennen das, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Allerdings, er sollte daran aufhören. Herr Freund, ernsthaft jetzt? Er sollte aufhören, daran zu zweifeln. Es gibt ja viele Wahlbeobachter, es gibt ja sehr viele Kontrolle. Checks and Balances hat ja bei den Zwischenwahlen sehr gut funktioniert. Die amerikanische Demokratie ist jetzt bald ein Vierteljahrtausend alt. Ich glaube, sie wird auch diesen Wahldienstag gut überstehen. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass es dort zu größeren Ausschreitungen kommen könnte. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Das möchte ich natürlich hier zu bedenken geben. Aber nichtsdestotrotz, es gehört sich nicht. Es gibt viele Wahlbeobachter, es ist eine starke Demokratie. Ich glaube nicht, dass wir hier Wahlfälschung sehen werden. Und wenn, dann glaube ich, werden die aufgedeckt. Aber nochmal, der eigene Präsident legt diese Lunte und suggeriert, es wird wahrscheinlich diese Wahlfälschungen geben. Gut, schön. Was soll ich dazu sagen? Also, noch haben sie nicht stattgefunden. Wenn sie stattfinden, müssen sie belegt werden. Also noch einmal, wir können möglicherweise jetzt eine Wahlwoche erleben, wo länger ausgezählt wird. Wobei ich das gar nicht mal glaube. Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon gesagt gehabt, dass einige Staaten zählen ja schon früher aus. Beispielsweise Florida fängt ja schon an, vor dem Wahltag auszuzählen, die Briefwahlstimmen. Einige Staaten machen das erst ab heute. Also es wird auf jeden Fall spannend werden. Es wird Wahlbeobachter geben. Es ist eine stabile Demokratie. Ich habe bis zum heutigen Zeitpunkt keinen Zweifel, dass es dabei bleiben wird. Herr Stegner. Es ist schon eine stabile Demokratie und ich glaube, dass das Land stärker ist als dieser Präsident. Aber man muss natürlich schon sehen, das hat es in der Vergangenheit schon gegeben, dass Präsidenten wie Reagan oder Bush Junior gegen das Establishment angegangen sind. Aber gegen die eigene Verfassung anzugehen, sogar übrigens aufzurufen, Wahlbetrug zu begehen, doppelt zu wählen, das ist ja ein krimineller Akt. Das macht der amtierende Präsident und das untergräbt natürlich unglaublich die Demokratie. Und das macht ja einen fassungslos, weil man vermutet sowas in Nordkorea oder Moskau oder in China, aber nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. In der Türkei vielleicht auch. Aber das macht es nicht besser. Und das ist natürlich echt besorgniserregend, weil das ja viele Leute gucken und die fühlen sich ja aufgerufen. Mhm. Das Ergebnis nicht. Gerade an Amerika habe ich immer respektiert, wie die Wahlverlierer auch ein Teil der Demokratie waren, nicht nur die Gewinner. Hier guckt man ja immer nur auf die Gewinner, dort guckt man sehr auch auf die Verlierer und Concession Speeches. Also die Niederlage einzugestehen, die Demokratie anzuerkennen, sie auch sozusagen hochleben zu lassen, das ist ein großer Teil amerikanischer politischer Kultur. Und wenn man sich diesen Präsidenten anguckt, dann wird das weit, weit unterboten. Und das ist schon ein großes Problem. Frau Rümmel. Ja, ich will da gerade noch ergänzen. Ich habe mir so als Einstimmung auf den Wahltag oder die Wahl diese Nacht, ja. Wahrscheinlich werden wir ja mehrere Tage auf die Ergebnisse warten, was aber nicht heißt, dass es nicht vielleicht auch schon früh klar ist, genau. Habe ich mir noch mal die Concession Speech von John McCain 2008 angeschaut. Wie er seine Niederlage eingestand und wahnsinnig wertschätzend über Barack Obama gesprochen hat und seine Unterstützer aufgerufen hat, mit ihm jetzt gemeinsam hinter diesem neuen, tollen Präsidenten zu stehen, mit dem er so viel teilt. Das ist heute wie aus einer anderen Welt. Aber der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil natürlich McCain war kein Amtsträger, wie Trump es jetzt ist. Das ist mal das eine. Da würde ich widersprechen. Trump ist ja irgendwie gar kein Amtsträger. Trump benimmt sich tut ja... So. Er benimmt sich wie ein Challenger. Anderer Status. Er sieht sich als Außenseiter und als Challenger. Aber nichtsdestotrotz, und eigentlich stellt er Biden immer als das Establishment. Ja. Also McCain war kein Amtsträger, nichtsdestotrotz. Das Zweite nochmal. Aber lass uns nicht über McCain, lass uns sprechen über das genau, Hier und Heute. Ganz genau, Hier und Heute, wollen wir doch mal vergleichen. Das ist ja alles Suggestion, wir wissen es nicht, ob es so weit kommt. Vergleichen wir doch mal, wie war es denn vor 4 Jahren? Da hat er auch gesagt, wenn er die Wahl gewinnt, wird er Hillary Clinton ins Gefängnis befördern. Hat er ja dann auch nicht getan. Mhm. Also wir sollten es wirklich bei den Fakten belassen und nicht machen das ja auch nicht Suggestion. Ja, Klaus Kleber winkt im Hintergrund, weil er dringend einschreiten möchte. Danach Klaus Brinkbäumer.
Ja, ich will nicht einschreiten, ich will was ergänzen. Was ich wirklich erstaunlich finde, im Gegensatz zu Deutschland gibt es ja nicht in Amerika das offizielle Wahlergebnis am Abend, sondern es ist ein Ritual, dass der Verlierer irgendwann erklärt, ich habe verloren. Das ist eine Gewohnheit. Das steht in keinem Gesetz, dass er das tun muss. Das ist nur das Gesetz der historischen Erfahrung. Und im Bewusstsein der Amerikaner ist die Wahl erst dann vorbei, wenn diese Concession Speech, die unter Umständen im Leben eines Kandidaten die wichtigste Rede ist, die er je halten wird, wenn die gehalten ist. Und irgendwie fällt es mir verdammt schwer, mir vorzustellen, dass heute Nacht oder morgen oder übermorgen Trump vor die Wähler tritt und sagt, ich gebe zu, ich habe verloren, ich wünsche Joe Biden alles Gute und ich werde ihm alle Unterstützung geben und meine Leute sind bereit, ihm beim Übergang zu helfen. So gehört sich das. Aber Trump kümmert sich herzlich wenig um das, was sich gehört. Und da fehlt jetzt ein ganz wichtiger Stein im Bauwerk eines Wahlergebnisses in der amerikanischen Tradition. Jetzt ist heute Nachmittag was passiert. Da hat Trump auf einer Versammlung darüber so laut nachgedacht, wie schwer es doch sei zu verlieren. Er sagte, es kann sein, dass man gewinnt, es kann sein, dass man verliert, dass man eine Rede zum Sieg und eine Rede zur Niederlage braucht. Und gewinnen ist immer einfach. Und verlieren fällt niemandem leicht, mir ganz besonders nicht. So hat er gesagt. Und jetzt kann jeder dran rumrätseln. Ist das eine erste Erkenntnis über das Ergebnis? Oder ist das eine Androhung, dass er die Niederlage nicht eingestehen wird? Vielleicht, Klaus Brinkbaum, mal was einfach nur... Ich glaube, er weiß es selber noch nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es einfach nur eine menschliche Regung an dem Punkt, dass man einfach sagt, mir fällt das schwer. Jedem fällt es ja im Zweifel schwer zu verlieren. Muss auch noch mal Herrn Freund hier in Schutz nehmen, hat keinen leichten Stand heute. Ja, ist hier angetreten, Trump zu verteidigen. Genau, Sie machen das mit Bravour und Souveränität. Klaus Brinkbaum, wie denkbar ist es, wir haben ja hier auch mehrfach über Szenarien gesprochen, wie denkbar ist es, dass Trump sich möglicherweise einfach vorzeitig zum Sieger erklärt? Also in dem Moment, wo sozusagen die ersten relativ eindeutigen Zahlen kommen, vermeintlich eindeutigen Zahlen. Wie denkbar ist das tatsächlich? Na, es gibt diverse Szenarien und das ist eines von denen, die denkbar sind, wenn es knapp genug ist. Die Prognosen der letzten Wochen deuten darauf hin, dass die Demokraten durch Briefwahl, durch alles, was in den vergangenen Tagen schon passiert ist, es gibt ja schon 100 Millionen Menschen, die gewählt haben, führen werden, dass die Republikaner aber am Wahltag selber besser dastehen werden, weil viele Republikaner Wähler Covid-19 nicht fürchten, weil sie am Wahltag selber wählen gehen werden und dass Trump dort also haarscharf in Führung liegen könnte und sagt, die Briefwahl warte ich nicht ab. Mhm. Das ist denkbar. Ich glaube das nicht so richtig. Ich glaube, dass die Demokraten die Wahl gewinnen werden. Ich traue den Umfragen diesmal etwas mehr als vor 4 Jahren, auch den sehr detaillierten Umfragen in den einzelnen Bundesstaaten. Aber ein Szenario ist das. Es ist und Trump geht jeden Weg, den er gehen kann. Genau. Es ist interessant. Heute Morgen in der Morningshow bei Fox hat er sich dazu geäußert. Und es ist sehr interessant, auch mal auf die Zwischentöne zu achten. Bitte schön. Mr. President, the analysis of what they're talking about and some of the things you've said, they are suggesting that you may declare victory if the early numbers favor you. At what point will you declare victory? When there's victory, if there's victory, I think we'll have victory. I think the polls are, you know, suppression polls, and I think we'll have victory, but only when there's victory. I mean, you know, there's no reason to play games. And I think we'll have victory. I think, you know, I look at it as being a very, a very solid chance at winning. I don't know what the chances are. I don't know how they rate the chances, but I think we have a very solid chance of winning. Er klingt furchtbar müde. Er klingt wirklich, als wüsste er etwas. Ne? Wobei auch da tun wir alle mal, Frau Römmele. Ja, und man muss auch noch, wissen, in vielen Staaten ist es so, die Briefwahl wird erst dann ausgezählt, wenn die eigentlichen Wahlstimmen, die heute abgegeben werden, ausgezählt sind. Aber in Florida, dem Key State für Trump, sind die Briefwahlstimmen werden schon ausgezählt. Und da werden wir
in der Nacht ein Ergebnis haben. Und wenn Florida für Trump verloren geht, gibt es eigentlich keinen Weg mehr zum Sieg für ihn. Und das weiß ich nicht, wie er das noch umdrehen möchte. Klaus Kleber in Washington, wir haben, weil wir gerade über Szenarien sprechen, auch häufiger darüber spekuliert, was da noch passieren kann. Es gab einen Think Tank, der sich auch darüber Gedanken gemacht hat, unter Führung einer sehr bekannten Juraprofessorin. Zum Beispiel das Szenario, dass sich Trump-Anhänger vor Wahllokalen aufbauen und Leute schlicht und ergreifend daran hindern, zu wählen oder sie versuchen einzuschüchtern. Was hörst du über diesen Tag der Wahl? Wie läuft der gerade ab? Also von solchen massiven Störungen habe ich bis jetzt nichts gehört. Muss allerdings sagen, dass ich so in aktuellem anderen Geschäft bin, dass da mir vielleicht die eine oder andere Einzelmeldung entgangen ist. Mhm. Was viel interessanter ist, ist die eigentlich strukturell und manchmal sogar gesetzlich angelegte Wahlbehinderung, insbesondere von Minderheiten. Der Staat Texas ist ein super Beispiel dafür, wo jetzt gesetzlich geregelt wurde, dass es pro Wahlkreis nur eine Wahlurne gibt. Was in diesem riesen Texas bedeuten kann, du musst mit dem Auto 100 Kilometer bis zu deiner Wahlurne fahren, wenn du deine Stimme selber abgeben willst. Oder in Texas ist es möglich, dass man sich ausweist für die Wahl. Das ist immer so ein Riesenproblem, weil es ja in Amerika kein Einwohnermeldeamt gibt und niemand irgendwie ein offizielles Dokument dafür hat, dass er in dem Wahlkreis wirklich lebt. Das muss man irgendwie mit Telefonrechnungen, Elektrizitätsrechnungen, solchen Dingen nachweisen. Dann kriegt man irgendein anderes Papier, wie zum Beispiel den Führerschein. Und mit dem kann man dann so eine Art Ausweis mit sich führen. Aber das ist alles immer sehr indirekt. Mhm. Und in Texas ist geregelt worden, dass zum Beispiel ein Studentenausweis kein hinreichend offizielles Dokument ist, um damit wählen zu gehen. Sehr wohl ein offizielles Dokument ist die Erlaubnis, die man bekommen kann, eine Schusswaffe verdeckt mit sich zu führen. Dafür braucht man eine in Texas eine Erlaubnis. Mhm. Eine Waffe offen am Colt, den Colt sozusagen am Gurt mit Open sich rumführen, darf man sowieso. Mhm. Aber wenn man ihn verstecken will, dann braucht man eine Erlaubnis. Die Erlaubnis, die man dafür braucht, die gilt als offizielles Dokument, mit dem man wählen kann. Und es gibt eine unendliche Liste, die im Moment gerade wieder wächst, von Gemeinheiten, die eingerichtet worden sind, um besonders Minderheiten abzuschrecken. Und man kann viele Menschen in Amerika schon dadurch vom Wählen abschrecken, dass da ein paar stabile Jungs, die aussehen wie irgendwelche Neonazis, vor dem Wahllokal stehen und du an dieser Reihe vorbeilaufen musst. Solche Szenen gibt es in Amerika auch heute. Und da braucht es eine Menge Mut für eine alte, schwarze Frau, um zum Beispiel zum Wählen zu gehen. Oder auch für einen jungen, fitten Mann, dort wählen zu gehen. Und mit diesem Unsinn, mit dieser Verwilderung hat Amerika nie wirklich aufgeräumt. Und im Moment geht die Rechtsprechung und die Rechtsetzung mehr wieder in die Richtung Verhinderung von Wahlen, besonders von Minderheiten. Speziell über die Justiz werden wir auch gleich noch mal sprechen. Und während wir eine Szene sehen, weil Klaus Kleber gerade Texas erwähnt hat, die spielt, glaube ich, in Austin, Texas. Da geht es um einen Wahlkampfbus des Biden-Teams. Joe Biden war offenbar nicht selber an Bord. Aber da kam es zu dieser Situation. Und das zeigt, dass das, was Klaus Kleber gerade beschrieben hat, Ralf Stegner, durchaus auch wörtlich zu nehmen ist. Also da geht es dann gelegentlich massiver zu. Wir sehen hier diese Karawane von Joe Biden, die unterwegs sind. Und dann kommt es zu dieser Szene. Also Trump-Anhänger, die offensichtlich auch sich dort unter die Leute mischen. Und dann wird dieses Auto da gerammt, touchiert. Glücklicherweise nichts Schlimmeres passiert. Aber was sagt uns das? Na, vor allen Dingen, das ist ja von dem Trump auch noch gelobt worden. Der hat ja auf den Social Media sozusagen das auch noch unterstützt. Das zeigt eben, dass Gewalt eine große Rolle spielt und dass Trump öffentlich Sympathie äußert für Radikale, auch für Rechtsradikale, White Supremacists und solche Leute, die eindeutig gewalttätig sind. Das ist bedrohlich und zusammen mit dem, was Herr Kleber gesagt hat, kommt ja hinzu, man kann das mit moderner Demokratie irgendwie schwer in Einklang bringen. Man muss aber wissen, das System zu ändern, ist auch wahnsinnig schwer. Dazu brauchst du 2/3 Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus. Ich glaube, eine 3/4 Mehrheit in den Staaten. Das ist so gut wie nicht hinzukriegen. Das heißt, das Wahlmännersystem ist schon veraltet und schwierig. Dann werden die Minoritäten gehindert, wählen zu gehen in manchen Staaten. Also da wird gerade zur Nichtwahl aufgerufen. Und andere werden bevorzugt. Das ist schon eine massive Behinderung von Demokratie. Und das führt ja dann dazu, dass man am Ende ein kurioses Ergebnis hat, dass da kann einer 1 Million mehr Stimmen haben als der andere. Und die Eigenheiten des Wahlsystems erlauben es trotzdem, dass der weniger Stimmen hat, gewinnt. Mit one person, one vote hat das dann nichts zu tun. Und wenn dann Leute auch noch ermuntert werden durch den Präsidenten, der nicht
auftritt als jemand, der versöhnt und für Eintracht und Frieden und Gewaltlosigkeit eintritt, sondern im Gegenteil die Leute noch richtig lobt, die sich zur Gewalt hinreißen lassen. Das ist schon ziemlich bedrohlich. Hat getwittert, I love Texas. Hat nicht ganz direkt den Zusammenhang sozusagen zwischen diesem Auto, das eine rammt, hergestellt. Aber hat sich geäußert dazu und hat unter anderem Folgendes gesagt. Wir hören mal kurz rein. It is something. You see the way our people, they, you know, they were protecting his bus yesterday because they're nice. So his bus, they had hundreds of cars. Trump and the American flag. That's it. You see Trump and American flag. Do you ever notice when you see the other side? I don't even see much of the other side. You don't see any. They have no spirit. They have no enthusiasm. They have no nothing. They had the thing with these really, I'd say, very good people. They were riding along a highway, and you had Sleepy Joe's bus. So they escorted the bus, and the radical left said, oh, what a horrible thing that is to escort the bus. They don't tell you about Antifa that go around burning down your cities, Democrat run, only Democrat run. Klaus Brinkbäumer, das ist tatsächlich Demagogie. Sie sagten neulich, Trump hat alles dafür getan, dass seine Anhänger wütend und leidenschaftlich sind, und zwar im bösesten Sinne. Naja, er erzählt, Klaus Kleber hat das vorhin angesprochen, dass er die Wahl nur durch Wahlbetrug verlieren könne, und seine Anhänger glauben das. Die Republikaner glauben mehrheitlich, dass sie die Wahl gewinnen werden, wenn es eine faire Wahl ist. Das entspricht nicht den Umfragen, das entspricht nicht den Realitäten. Aber wenn der Präsident selber sagt, das ist das, was passiert, wenn es fair läuft und wenn wir verlieren, dann kann es nur durch Wahlbetrug geschehen sein, dann sorgt er dafür, dass seine Anhänger potenziell gewaltbereit sind. Und die sind das. Wir reden ja viel über Donald Trumps Lügen. Und ich finde, also 20.000 Lügen sind dokumentiert in den letzten knapp 4 Jahren. Ich finde die nicht alle relevant. Ich finde, dass da einige dabei sind, wo man noch sagen kann, er hat wieder getwittert und lassen wir es doch mal beiseite. Mhm. Aber die wirklich gefährlichen Dinge sind die Leugnung der Gefahr von Covid-19 zum Beispiel. Ja, dass er sagt, das sei ein Democratic Hoax, ein Schwindel also, ein Virus, das nicht weiter bedrohlich sei, und dass er immer wieder sagt, die Krise sei bewältigt. Das ist richtig gefährlich für Amerika. Die zweite wirklich gefährliche Lüge ist die vom Wahlbetrug, dass der Gegner Wahlbetrug begehen würde. Mhm. Das gefährdet die amerikanische Demokratie. Die dritte, wenn wir schon dabei sind, Black Lives Matter, dass die Demokraten das Land niederbrennen würden, das stimmt schlicht nicht. Es ging um einen Häuserblock in Portland. Es ging um wenige Straßen in New York City. Der Präsident redet davon, dass diese Städte verwüstet würden. Das sind Erfindungen, die das Land richtig in Gefahr bringen. Herr Freund, reden wir doch mal ein bisschen über die Medien. Also, Trump bestimmt doch den gesamten Wahlkampf. Seine Anhänger, die möchten ihn sehen, seine Anhänger, und auch Fox News zeigt ihn. Die, die ihn nicht mögen, die, die ihn ablehnen, gar hassen, die zeigen ihn auch. Trump stimmt doch den ganzen Wahlkampf. Zum Guten wie im Bösen, da sind wir uns einig drüber. Und wenn wir uns den Gegenkandidaten mal anschauen, Joseph Biden, der kann ja keinen richtig begeistern. Der hat eine Anti-Trump-Koalition geformt und mir kann keiner erzählen, dass der Enthusiasmus auslöst. Der ist doch eigentlich eher nur ein Mann der Verständigung der Demokraten, auf den sie sich geeinigt haben. Also so gesehen schaut man bei Trump natürlich auch ganz genau hin und sagt, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn, aber er bestimmt den Wahlkampf. Und ich glaube, das ist auch seine Stärke, dass er eben omnipräsent in den Medien ist. Und wir reden heute Abend auch ausschließlich über ihn, Freund, und gar nicht über Biden. Sind wir doch mal ehrlich, Herr Freund. Wir reden gar nicht über Biden. Ich möchte nur ganz kurz, aber ja. Finden Sie ernsthaft, dass das eine geschmäcklerische Frage ist? Nein, das glaube ich nicht. Wenn ist Autos nicht. Andere Autos abdrängen, nein, beispielsweise? Nein, gar nicht. Ist gar keine Schmäcklerfrage. Oder wenn einer die Demokratie... Sie sind vollkommen richtig. Ist eine rote Linie. Ich sage nur, er bestimmt den Wahlkampf im Wohl wie im Weh. Ja, das ist meine Botschaft. Ich will das gar nicht werten. Ich sage nur, es ist so. Aber Sie müssen noch eines sehen. Sie haben auf der einen Seite einen Präsidenten, der 230.000 Corona-Tote zu verantworten hat. Nein, hat er nicht. Das finde ich schon. Hat er nicht. Hat er nicht. Das wird ihm ist gar nicht eine Verantwortung. Das sind die Gouverneure. Das ist Realität in den USA. Nein, ist er nicht. Und weil Sie gesagt haben, warum, Freund, ist er nicht dafür verantwortlich? Ganz kurz, einmal kurz nur einhaken an dem Thema. Warum? Der Präsident ist nicht verantwortlich. Die Gouverneure vor Ort in den Bundesstaaten haben das Management, wie bei uns die Ministerpräsidenten der Bundesländer. Frau Merkel hat gar keine Kompetenz, soweit ich weiß. Frau Merkel hat gar keine Kompetenz. Das ist ungefährlich, das kommt aus China. Aber wenn Sie mal vergleichen, wie Frau Merkel in dieser Krise auftritt. Absolut. Und das ist anders. Ich sage nur, nicht anders, sondern ernsthaft, seriös, absolut, aber die Verantwortung trägt die Ministerpräsidenten wie Herr Laschet, wie Herr Bouffier, wie Herr Söder. Wenn ich mal ausreden dürfte. Nicht durcheinander, Herr Bouffier.
Die tragen die Verantwortung und die Gouverneure der einzelnen Bundesstaaten tragen die Verantwortung. Und nochmal, okay. Herr Trump kann bestenfalls moderieren, er kann aber nicht entscheiden. Das wissen Sie genauso gut wie ich, Herr Schlieg. Aber das gilt für Frau Merkel auch. Frau Merkel sagt nicht, zieht keine Maske auf, das ist ungefährlich, sondern geht raus, umarmt euch und ich komme jetzt zu jedem und küsse den persönlich, wie er das gemacht hat bei seinen... Man sagt ja sogar, dass durch die großen Versammlungen von Trump Leute angesteckt worden sind. Da, wo er war, gingen die... Na ja, gut, im Weißen Haus war der Präsident der Superspreader. Aber unheimlich, das ist der eine Punkt. Und der andere, weil Sie sagen, die anderen machen ja nur eine Anti-Trump-Koalition. Ja. Dass die Demokraten so zusammenhalten, deutlich mehr übrigens als bei der letzten Wahl. Absolut. Ist auch eine Leistung. Sanders und alle anderen Leute, die Demokraten, wissen, sie können gewinnen, wenn sie gemeinsam auftreten, und das tun sie. Gut. Und das ist schon... Aber ganz kurz, Herr Brink, auf den Wahlkampf noch ein. Ja, ich würde gerne einmal noch das Covid-Thema kurz abschließen, Herr Brink. Sie sagten gerade, es stimmt schlicht nicht. Das stimmt schlicht nicht. Nein, wenn der Präsident den nationalen Notstand erklärt, und das hat er getan, two very big words, wie er das nannte, National Emergency, und dann sagt, er habe die totale Autorität, das hat er gleich angefügt, da muss man ihn auch daran messen. Und zweitens hat die Federal Government, also die Regierung in Washington, all die Materialien, um die es in den vergangenen Monaten ging, also vor allem Beatmungsgeräte. Und die Bundesstaaten mussten darum betteln, dieses Material aus Washington zu bekommen und mussten sich wohlverhalten. Die republikanischen Staaten wurden besser ausgerüstet als die demokratisch regierten Staaten. Das war Politik des Weißen Hauses. Mhm. Aber das Weiße Haus und die Leute des Weißen Hauses, dieser Regierung, waren dafür verantwortlich. Es ist schlicht nicht wahr, dass also das Management ist immer noch vor Wort. Bei den Gouverneuren genauso gut wie ich. Aber Herr Freund, vielleicht können wir das einmal kurz zeigen. Können wir das Thema auch abschließen? Offenbar brechen da alle Dämme und auch alle roten Linien, gerade in den letzten Tagen. Anthony Fauci, kennen Sie, ist ein sehr integrer Mann, einer, der vielen Präsidenten schon gedient hat, der oberste Seuchenbekämpfer, der Chef der CDC. Und auch der wird mittlerweile auf Wahlkampfveranstaltungen ganz offen diffamiert. Und das sieht dann so aus. Covid, 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 Covid. Would like to talk about Covid and then next time. Here's what happens, November 4th. You won't hear too much about it. You won't hear too much about it. Don't tell anybody, but let me wait till a little bit after the election. I appreciate the advice. Herr Freund, wissen Sie, warum mich das erinnert? Nero, Circus Maximus. Ist genau, kann man das ernsthaft so machen? Kann man jemanden, von dem man froh sein muss, wenn man ihn hat, jemanden wie Fauci, der eine Koryphäe ist, der weltweit auch als Koryphäe geschätzt wird, kann man mit dem so umspringen, ernsthaft? Also, grundsätzlich kann man dem nicht so umspringen. Nur, was er will ja gar nicht Fauci treffen. Er hat eine Meinung zu Covid, dass er sagt, er hat ein anderes Vorstellungsverhältnis, dass er sagt, er will keinen Lockdown der Wirtschaft. Ich glaube, es ist die Botschaft dahinter, dass er Fauci so angeht, finde ich auch unmöglich. Aber nochmal, er hat eine andere Vorgehensweise als in Deutschland. In Deutschland haben wir mehr so diese sehr große Vorsorge des Menschen hier, ist die Eigenverantwortung im Vordergrund gestellt. Nein. Ich glaube, das ist die Botschaft, die Trump überleben auch mehr Leute dann. Überleben mehr Leute das auch. Ja, ne? Aber das ist schon eine gute Sache. Ist auch mehr Gefahrenbewusstsein vorhanden in Deutschland als vielleicht in den USA. Und die Gouverneure sollten vor Ort dieses Gefahrenbewusstsein auch mehr schüren. Einmal Frau Römmel und dann Klaus Kleber, aber ich gerne wissen würde auch, wie solche Szenen auch in den USA tagesaktuell diskutiert werden. Frau Römmel, bitte, zunächst mal Sie. Ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen, die vorhin gefallen sind. Das erste, Herr Freund, was Sie sagten, dass nur Trump zu sehen war im Wahlkampf und Sleepy Joe, haben Sie nicht gesagt, zu Hause blieb. Das war für die Demokraten die optimale Wahlkampfstrategie der Republikaner, weil die Republikaner bzw. Trump sich durch seine Art und Weise, Wahlkampf zu führen, selbst demontiert hat. Da mussten die Demokraten und das Team um Joe Biden gar nicht viel machen. Der andere Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte, waren die Republikaner. Ich gebe Ihnen recht, die republikanischen Wähler zum großen Teil glauben das, was Trump da sagt, glauben an den Wahlsieg. Interessant wird sein, das republikanische Establishment zu beobachten. Die Republikaner sind opportunistisch und das meine ich auch überhaupt nicht böse. Ne? Sie haben 2016 zu Trump gehalten, weil er ihnen genutzt hat. Er hat sie zum Wahlsieg in das Weiße Haus gebracht und jetzt schadet er ihnen. Das heißt, sie werden ihn übermorgen, wenn das Wahlergebnis so ist, wie die Umfragen es zumindest jetzt vorhersagen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vor 4 Jahren saßen wir auch hier. Ja, aber
und sind am nächsten Morgen mit der bösen Überraschung das aufgewacht. Das stimmt, aber die Zahl... So böse insofern, als wir nicht ja, damit klar, gerechnet natürlich, hatten. Natürlich, aber wenn ja. es so sein sollte, dass die Vorhersagen recht behalten, die Umfragen recht behalten und Biden der Präsident sein sollte, dann werden die Republikaner Trump auch schnell fallen lassen. Wahrscheinlich. Sie sind aber natürlich auch wirklich verstrickt. Sie haben über die Jahre so viel mitgetragen von Trump. Und die Republikaner sind auch gar nicht so unzufrieden mit ihrem Präsidenten, weil er ihnen ja einige Dinge ermöglicht hat. Aber die Besetzung ja der Richterämter, Deregulierung in Amerika, das ist ja Trumps Werk. Und das über, sind auch Trumps Richter Erfolge reden wir gleich nochmal, weil das ein ganz wichtiger Baustein ist. Natürlich. Da hat einer etwas sehr, sehr messerscharf erkannt. Trotzdem noch mal ganz kurz Klaus Kleber. Klaus, die Bilder, die wir gerade gesehen haben, diese Anti-Fauci-Kampagne, anders kann man das ja da nicht nennen. Wie wird das diskutiert in Amerika? Wie kommt das an? Tja, es spaltet natürlich. Die Trump-Fans finden diese Szenen großartig und diejenigen, die sich vor Trump fürchten oder ihn heftig kritisieren, vergleichen das mit der Sportpalastrede von Josef Goebbels. Es gibt ja auch unterschiedliche Ziele oder Feinde, Popanze, die er da aufbaut. Der arme Professor Fauci ist eine der honorigsten Gestalten in der amerikanischen Medizin und ein Volk so gegen ihn aufzuhetzen, wie er das da macht, ist absolut gewissenlos und abscheulich. Gelegentlich sind es auch, oder nicht gelegentlich, regelmäßig sind es die Pressevertreter, die bei solchen Auftritten in einer Art Zaunkäfig da gehalten werden in einer Ecke und dann richtet sich die Aggression voll gegen diese Journalisten mit Fake News und Lügenpresse. Das ist alles widerlich. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, jetzt zu denken, bloß weil da 10.000 Leute mit roten Käppis diesen widerlichen Unsinn brüllen, dass das die typischen Wähler von Donald Trump sind. Es gibt auch ganz andere Wähler von Donald Trump, sonst käme der nie auf deutlich über 40%. Darauf muss man immer mal wieder hinweisen, sonst gehen wir nämlich auch heute Nacht wieder in die Irre mit unserer Einschätzung. Oh. Es gibt absolut honorige, anständige, gebildete, höfliche Amerikaner, die man trifft und die einem sagen, dass sie für Trump sind. Die finden das, was er da so macht, auch ganz furchtbar. Aber sie unterstützen ihn deshalb, weil er für das patriotische, alte, religiöse Amerika zu stehen behauptet. Und er ist der Einzige, der wenigstens mal so redet, als würde er das tun. Ein Mann, dem die Gleichstellung der Homosexuellen inzwischen zu weit geht. Das ist jemand, der viele Freunde in Amerika findet. Jemand, der gegen China irgendwie mordsmäßig polternd mal auftritt und nicht einfach tatenlos zusieht, wie die Industriearbeitsplätze dorthin abwandern. Das ist einer, den mögen die Leute dafür. Donald Trump ist eine Präsidentschaft gelungen, in der zum ersten Mal seit langer Zeit die amerikanische Durchschnittsfamilie wieder einen Anstieg ihres Einkommens verspürt hat, bis die Covid-Krise zuschlug, für die ihn die Leute dann doch nicht so verantwortlich machen. Und der ganze Ton scheint zu stimmen. Da gibt es im konservativen ländlichen Amerika Leute, die das Gefühl hatten, das Land hat sich von uns abgewendet. Diese Eliten an den Küsten, das merkt man auch in Fernsehprogrammen, in Comedies. Also das, was wir so ehren, die Familie, in der die Eltern hochgehalten werden, in der die Kinder zu Hause bleiben, in der die Ehe noch eine Bedeutung hat, das spielt alles in der amerikanischen Kultur überhaupt keine Rolle mehr. Wir sind die Loser. Jetzt kommt ausgerechnet dieser Kerl und sagt, ich bin für die klassische Familie. Ich bin dafür, dass es Ehe nur zwischen Mann und Frau gibt. Ich bin dafür, dass der Supreme Court gottesfürchtige Richter enthält, die zum Beispiel über die Abtreibung anders denken als die bisherige Mehrheit. Und diese heimatlosen Amerikaner, die bis lange, lange Zeit keinen Menschen hatten, der so geredet hat, haben jetzt in ihm ihren Helden und dem verzeihen sie wahnsinnig viele Sünden dafür, dass endlich mal jemand da ist, der in diesen Wertedingungen ähnlich zu denken und zu handeln scheint wie selbst. Und die verkaufen sich an Trump dafür.